Yo Leute, ich habe mir gedacht, ich nehme jetzt die nächste Folge einfach direkt hinten dran auf, damit ich ja keinen Stress habe. Und gerade bin ich so gechillt am Aufnehmen, also easy peasy. Jetzt kommt die nächste Folge direkt dran. Ich muss die Folge wechseln, weil ich ein neues Auto habe. Fällt mir gerade auf. Gut, 2029 habe ich angefangen aufzunehmen. Gar kein Problem für mich. Kleinen Moment. Nochmal gucken, ob ich wirklich am Aufnehmen bin. Ja, ich sag halt so, ich nehme jetzt gerade auf und danach schneide ich noch. Ha, ja, plane ich immer noch zu tun, das Schneiden. Werde ich auch durchziehen. Nur wird es wahrscheinlich nicht so lang werden, weil, also doch wird schon Stunde. Ja, Dreiviertelstunde kriege ich bestimmt hin. Danach habe ich ja noch einen anderen Aufnahmetermin. Dann geht es weiter mit Europa Universalis. Ja, und wie gesagt, demnächst, wenn ich mich nochmal hingesetzt habe, nichts anderes Wichtigeres zu tun hatte, dann gibt es das andere auch. Das Auto, also da fühle ich mich gleich irgendwie sicherer. Es fühlt sich so schwer an. Also ich bin jetzt zwar 8, aber ich habe irgendwie, also ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass ich nicht Erster werden kann. Ich bin einfach gut. 1, 2. Ja, ist ja eine Elite-Rennen. Habe ich ganz vergessen. Die Elite-Rennen, die sind voll extrem. Die ersten paar, da habe ich irgendwie versucht, das Ganze so voll krass zu machen. Ja, Elite-Rennen, ultra heftig, krass, Leute, versteht ihr, was das bedeutet? Aber eigentlich sind Elite-Rennen halt genauso wie normale Rennen. Die KI fährt hier ein bisschen besser. Solange ich nicht ultra scheiße fahre, fährt die aber auch immer noch nicht gut genug. Nur jetzt gerade habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich könnte vielleicht ein bisschen das Auto besser beherrschen. So eventuell. Wäre vielleicht nicht schlecht. Aber ich weiß schon, was ich jetzt mache. Das hier ist nämlich Innenstadt, wenn ich es richtig mitgekriegt habe. Und deswegen ändere ich jetzt die Strecke. Und dann müssten eigentlich alle, die vor mir sind, sterben. Ja, gar kein Problem. 43 Stunden. Seht ihr, was ich meine? Ja, ihr seht es. Ich bin Dritter. Und bin Erster. So. Ja, seht ihr es. Jetzt fahren wir hier über die Rooftops von Split Second City. Und springen hier so ein bisschen durch die Gegend. Assassin's Creed-mäßig. Und. Oder Prince of Persia mäßig. Ja, da kommen die richtigen Gegner wieder. Aber für mich null Problem. Ja, man kann auch einfach sterben, wenn man mit dem Heck, mit der Heckeck ein bisschen gegen die Wand gestoßen ist. Aber das macht ja nichts. Ja, die anderen, die haben es einfach nicht so gut wie ich. Ja, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es das so einfach geht. Ich versuche mal das Driften bei so großen Kurven ein bisschen zu unterlassen. Wie ich die Kurve anders nehmen soll, habe ich auch noch nicht. Habe ich noch nicht im Kopf. Ja. Nein, 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 nein,
Wenn ich am Anfang nicht so ultra Mist gebaut hätte und gegen die Wand gefahren wäre, dann hätte ich jetzt gewonnen. Glückwunsch! Du bist für die nächste Folge Oh. Das war ein Versehen. Oh. Ich würde gerne neu starten. Was soll das? Putz Blitz. Dann aber durch die Mitte. Nächstes Mal schalten Sie ein und wir einen Gang höher. Das wollen Sie garantiert nicht verpassen. Yeah, Kraftwerk, Boys and Girls, Ladies and Gentlemen, Damen und Herren, Buben und Mädels. Ihr wisst Bescheid, ich fahr das nochmal. So geht's ja nicht. Wenn, dann muss das Gold sein. Es gibt nur Gold. Gold, Gold, Gold. Silber ist nichts für mich. Es muss Gold sein. Gold, 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 Gold. Will nicht sagen, dass ich müde bin, aber ich bin ein bisschen müde. Ich habe eigentlich Bock hier Speed 6 zu spielen. Warum bin ich jetzt müde? Mann, Leute. Warum ist das Leben so hart? Ah. Da ja eh keiner zuguckt. Kann ich hier so viel Blödsinn reden, wie ich will. Kann das Ganze auch so ein bisschen wie so ein Tagebuch benutzen, eigentlich. Doppelzerstörung. Aber ihr habt ja eben gesehen. Ist ja geil. Ich wäre ja sogar fast Erster geworden. Hier an der Stelle habe ich darüber gesprochen, ob ich Erster werden kann oder nicht. Ich wäre ich wäre Erster gewesen. Wenn ich nicht so kacke gedriftet hätte in der letzten Kurve, dann hätte ich dieses Elite-Rennen eben gewonnen. Ja. Macht's mal nach. Direkt am Anfang Achter und dann am Ende fast gewonnen. Ah, ja. Das ist Maschenkarambulase. Massenkarambulase. Ja, ich hätte eine geile Idee, was ich spielen kann. Ich glaube, die Idee hatte ich auch schon mal, aber es war irgendwie gar nicht so präsent. Ein Star Wars Spiel. Star Wars ist ja gerade ultra geil. Diese alten Star Wars Spiele, also alt, so alt sind die auch wieder nicht, sind ultra geil. Deswegen werde ich höchstwahrscheinlich ein Star Wars Spiel spielen. So, welches genau, weiß ich nicht. Ob ich Republic Commando oder Force Unleashed spielen würde. Ah. Muss man überlegen, muss man überlegen. Ja, Republic Commando fände ich jetzt so erstmal voll nice. Force Unleashed hatte ich mal gespielt, das zweite. Finde ich auch geil. Ist ultra geil, das Spiel. Ja. Also alles, was man da tun kann in dem Spiel, ist einfach geil. Nur bin ich mir nicht sicher, ob ich jetzt erst Republic Commando spielen würde. Ich glaube, ich würde sogar Republic Commando. Republic Commando. Das ist nämlich voll geil. Es ist wirklich verdammt geil. Das ist eins der geilsten Star Wars Spiele, die jemals rausgekommen sind. Im Vergleich zu diesen neuen EA Star Wars Spielen ist das auch nice. Also so ein Star Wars Spiel ist halt geil, wenn wenn man eine ultra geile Story hat, wenn man als coole Charaktere spielen kann. Die müssten auch nicht unbedingt im Film vorgekommen sein oder so. Und dann einfach
noch so ein Multiplayer nebenbei, wenn es auch noch funktioniert, geil. Aber das ist nicht so, ja, nur Multiplayer draufballern und so. Ah, fuck, ich, Schon wieder vermasselt. Schon wieder. Wie macht er das nur? Ich laber zu viel, oder? Ich glaube, ich laber zu viel. Ja, jedenfalls Republic Commando. Geiles Spiel. Will ich auf jeden Fall noch durchballern. Ja, wenn ich The Force Unleashed spiele, muss ich eigentlich auch direkt danach The Force Unleashed 2 spielen, deswegen... Ich hätte Bock auf Star Wars spielen. Und ich hätte Bock auf Republic Commando. Und ich hätte Bock auf The Force Unleashed. Ja, Republic Commando. Vielleicht gucke ich noch, was irgendwie potenzielle Zuschauer dazu sagen. Und dann entscheide ich das, wenn ich mit Split Second fertig bin. Ganz ruhig. Es dauert noch. Ich glaube, ich sollte weniger driften mit dem Auto. Das ist keine gute Idee. Das funktioniert nicht wirklich gut. Jetzt, wo er mich mehr hört die ganze Zeit, ne, und ich nur am Labern bin, da wünscht ihr euch wahrscheinlich, es wäre wieder so wie in den beiden Folgen vor diesen beiden hier, in denen man mich gar nicht verstanden hat, weil ich irgendwie vergessen habe, mein Mikro runterzuklappen. Upsi. Kann ja mal passieren. Jeder, der mal Videos auf YouTube gemacht hat, also so Let's Play Videos, dem ist das wahrscheinlich auch schon passiert. Jedem. Und ich bin halt so, kann das ja nicht nochmal aufnehmen. Ich muss das dann hochladen. Ah, zum ersten Mal Premiere hat er den Turm nicht gemacht, weil er sich dazu entschieden hat, die Leute mit Powerplays kaputt zu machen. Ich will halt immer ein bisschen zeigen, so cool, mega Powerplay, irgendwie eine Strecke geändert, Ultra-Explosion oder so. Aber wenn ich das mache, geht alles, ja, wenn das so Nebel ist, sehe ich natürlich nichts. Wenn ich es mache, geht alles schief. Wenn ich es nicht mache, dann ist easy going. Weil ich irgendwie alles ständig zerstöre und hier voll raushaue. Also. Ich fokussiere mich jetzt auf das Spiel. Es könnte auch am Auto liegen. Weil es jetzt neu ist, ich habe mich noch nicht so ganz dran gewöhnt. Da fährt man immer scheiße mit den Dingen. Nicht, dass es am Auto selbst liegen würde, sondern am Fahrer, der sich noch nicht ans Auto gewöhnt hat. So, nicht den Bagger machen. Ist immer das Dümmste. Bus machen und das Ding. Was soll das? Wie bringen die mich denn in die Kurve hier? Diese dumme. Ach, Mist schon.
macht denn dieser Müllwagen überhaupt kaputt? Das habe ich nie verstanden. Warum diese anderen Fahrer immer alle explodieren, wenn ich da vorbeifahre, so ein bisschen gewackelt. Und überhaupt, warum überhaupt? Passiert da nichts. Ja, und plötzlich läuft's oder was? Tja, ist gar nicht so schwer. Ach, und ich muss eigentlich auch noch Minecraft spielen. Auf einem Server, einem privaten. Ah. Ich habe keine Zeit für sowas. Ja, entweder Videos oder... nicht alles, was ich spiele, nehme ich auf. Es ist nur, damit ich überhaupt einen Grund dafür habe, um was zu spielen. Weil ich so viele Spiele habe, und es ist halt voll die Schande, dass ich die nicht durchgespielt habe oder überhaupt mal angespielt habe. Vor allem, wenn es halt so geile Spiele sind. Split Second, muss ich jetzt dazu sagen, habe ich irgendwie so 8-mal mindestens durchgespielt. Wenn nicht 10-mal. Natürlich immer in großen Abständen. Ja. Also in den letzten 6 Jahren habe ich es auf jeden Fall so 8-mal durchgespielt, locker. Es könnte auch sein, dass ich gerade am 8. Mal bin. Wer weiß. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, aber ich habe es halt sehr oft komplett durchgespielt. Und der McTyrum, der hat auch ein paar Mal den Account einfach gelöscht. Weil er sich gedacht hat, ja, ist doch langweilig, wenn wir alle Autos haben. Müssen wir mal von vorne anfangen. Jo. Da überlegt der gute Weichsen sich das nochmal ein zweites Mal, ob er mich nochmal überholen soll. Ja. Verdammt. So, jetzt kommt's halt drauf an, ne? Jetzt wieder nicht irgendwie dumm in die Kurve driften. Ah, das war doch schon viel besser. Seht ihr, Leute, so einfach ist es. Der war direkt hinter mir. Ich oh, wieso kann er nach dem Ziel noch überholen? Oh mein Gott. Tja, dann war diese Folge bestehend aus einem einzigen Elite-Rennen. Das ist ja schon peinlich, wie schlecht ich eigentlich bin. Obwohl ich das Spiel so oft durchgespielt habe, naja. Was willst du machen? Jetzt bin ich auf jeden Fall durch mit Indie Eisen, oder? Ich glaube, es war Indie Eisen. Ja, warum auch immer jetzt Loading Screen kommt. Ich gehe nur 1 Minute zurück. Ja, Indie Eisen. Ja, 2 Folgen Indie Eisen. Und als nächstes kommt dann durch die Mitte, aber das ist Story for another time. Denn jetzt könnt ihr, wenn ihr das Video, obwohl ich ultra schlecht bin, gut fandet, mit einem positiven mag ich Daumen bewerten. Und wenn ihr mich geil findet, also mich persönlich, wenn ihr denkt, ich bin ein nicer Typ, das meine ich damit. Wenn ihr mich geil findet. Ob ich ein nicer Typ bin, der hier so nett seinen Kram einfach nur anbietet und denkt, dass sein Zeug nice ist. Ja, dann könnt ihr halt mich abonnieren, meine anderen Videos auch gucken. Und ja, das war's dann. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Cheerio.